Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin. Mein Gast heute ist Christoph Sieber, Kabarettist. Hallo. Guten Tag. Kabarettist. Nee, bevor das jetzt kommt, es ist sehr früh, 11 Uhr morgens, und wir haben beide festgestellt, dass du, aber auch ich, Morgenmuffel sind. Wie kommt das? Ja, wahrscheinlich bin ich deshalb Kabarettist auch geworden, dass man abends arbeiten kann. Da bin ich fitter, da habe ich mehr Energie, und die Nacht finde ich eigentlich einen schöneren Tagesteil. Es ist ruhiger, ich kann nachts viel besser arbeiten. Da passiert nichts, was einen irgendwie ablenkt. Du hast nicht das Gefühl, ich müsste noch einkaufen oder müsste noch das und das machen. Deshalb, die Nacht ist eigentlich der schönere Tagesteil. Lieber nachts arbeiten. Aber du trittst ja so auf, bist bekannt, und da wollen Leute auch sicher mal morgens mit dir Termine. Wie ist es, wenn man da um 8 Uhr einen Termin hat, 9 Uhr? Ach nee, das schaffe ich schon, also das abzuwälzen. Da findet man schon einen triftigen Grund, warum man morgens nicht kann. Da habe ich dann schon einen anderen Termin meistens. Mhm. Da muss man ja nicht erzählen, dass der Termin mit dem Bett ist, sondern da habe ich, tut mir leid, am Montagmorgen geht überhaupt nicht, da habe ich keine wichtige Termine. Da hat man seine Tricks. Und ich glaube, da haben viele auch Verständnis für, man spielt ja abends bis 11, halb 12, und es ist ja nicht so getan, dass man dann um 12:30 im Bett liegt oder im Hotelzimmer, sondern dann geht man noch ein Bierchen vielleicht trinken, und dann liegt man da noch und kommt auch nicht zur Ruhe, überlegt sich das nochmal. Dann ist es ruckzuck immer 3, 3:30, das ist es immer. Hm. Die ganzen anderen Kabarettisten, mit denen ich mich unterhalte, die waren davor Schlossermeister, die waren Psychologen oder irgendwie... Lehrer. Lehrer, ganz viele, ja klar. Juristen, wie in der Politik. Aber keiner von denen war Pantomime. Hm. So hat es bei dir angefangen, warum? Ja, Pantomime war ich auch nicht, ich habe das nur studiert. Ich bin da auch reingerutscht, wie so viele, ich wusste nach dem Studium nicht, was ich machen soll. Hab dann Zivildienst erstmal ewig lang, hab das rausgezögert, hab dann noch Kranke gepflegt und gedacht, okay, jetzt muss ich dich irgendwann entscheiden. Und dann fiel mir halt dieses Fernsehblatt in die Hände mit 2 Pantomimen drauf, die Maskentheater machen. Und da hieß es, das wäre so toll. Und hab gedacht, das probiere ich auch mal. Und dann bin ich da hingefahren, hab 3 Tage die Aufnahmeprüfung gemacht, und da haben sie gemeint, das, was ich mache, ist nix. Aber sie finden es trotzdem spannend und sie würden mich trotzdem nehmen. Ich könnte nichts. Also bis heute habe ich das Gefühl, ich kann nichts, und trotzdem finden es die Leute spannend. Das ist in dieser Divergenz, lebe ich ständig. Kenne ich das Gefühl, dass ich ertappt werde, dass irgendwann morgens jemand in ein Hotelzimmer reinkommt, wir haben sie ertappt, sie können gar nichts, jetzt ist es raus, morgen steht es in der Süddeutschen und im Spiegel großer Artikel, irgendwie einer, der es geschafft hat, im Kabarett aber gar nichts kann. Aber du wolltest wissen, genau, wie ich dann zum Kabarett kam. Ja. Ich habe Pantomime dann studiert, das habe ich 4 Jahre durchgezogen. Hartes Los, Tanz gemacht zum Beispiel. Klassisch Tanz bin ich absolut talentiert. Großes Tanztalent. Also meine Frau kann das bestätigen, macht das abends gerne mal noch am Bettrand. Danach schlafen wir dann auch, da geht da nichts mehr. Aber sonst habe ich dann wirklich während des Studiums schon gemerkt, dass ich politische Themen wahnsinnig spannend finde. Habe das Kabarett entdeckt auch, so hat man ab und zu plötzlich dann Scheibenwischer oder sowas gesehen, das kannte ich vorher gar nicht. Und fand das immer spannender und habe dann angefangen, wirklich politische Nummern zu schreiben, die dann auch noch mehr pantomimisch waren, da war mehr Pantomime drin. Und irgendwann wurde das Wort immer stärker und ich habe gemerkt, wow, das Wort hat ja eine unglaubliche Macht, eine wahnsinnige Kraft. Ich kann mit einem Satz so viel sagen, da brauche ich als Pantomime eine halbe Stunde. Da habe ich gesagt, warum soll ich mich eine halbe Stunde schwitzend da hinstellen in so einem schwarzen Trikot, also sage ich diesen Satz. Und das hat sich dann durchgesetzt und die Leute fanden es auch spannend und dann rutscht man da rein. Als ich hier reinkam in die Lobby und wir haben uns gesehen nach wenigen Minuten, habe ich einen exorbitant politischen Menschen kennengelernt, ganz anders als manch anderen Kabarettisten, den ich interviewt habe, wo man nicht über sowas redet, aber da war vom Armutsbericht bis zum Sozialstaat, bis zum Bildungschancen. Das war, ich wusste jetzt nicht, ist das noch Morgenmuffel oder schon politisch? Ich habe zumindest gemerkt, dass dich eine Menge stört und bewegt. Ja. Ja. Ich finde, es ist auch eine, also das ist schon meine tiefste Überzeugung, dass es Zeit ist, dass diese Stimmen mehr Gewicht bekommen in dieser Gesellschaft, die Empörung zeigen über das, was passiert.
Wie schon gesagt, Armutsbericht der Bundesregierung, der geschönt wird. Was dahinter steckt, ist ja noch eine viel schlimmere Tatsache, dass nicht nur der Bericht geschönt wird, sondern dass negiert wird, dass es überhaupt Armut gibt in diesem Land. Ja. Das heißt ja nicht nur, wir helfen euch nicht, sondern wir negieren, dass es euch überhaupt gibt. Ja. Das ist letztendlich das Schlimmste, was einer Gesellschaft passieren kann, dass Teile der Gesellschaft einfach abgekoppelt werden. Von denen wird behauptet, die gibt es nicht. Ja. Aber leben wir nicht in einer Gesellschaft, wo man nicht arm ist und wo man nichts mit Losern zu tun haben will? Naja, das ist ja auch wieder die Frage der Infiltrierung dieser Idee, die ja stattfindet, immer weiter. Dass gesagt wird, Armut ist das Schicksal eines Einzelnen. Er hat das zu verantworten. Meist wird das dann kombiniert mit einer Schicksalsgeschichte. Es ist irgendwas schiefgelaufen, auf die krumme Bahn geraten. Oder er hat halt keine Bildung genossen. Er ist halt schon früh aufgefallen in der Schule. Bei den Lehrern keinen guten Schnitt gemacht und ist dann halt auf die schiefe Bahn geraten. Aber es wird nie gefragt, ist das eigentlich eine Systemfrage auch? Ne? Also, dass wir über Jahrzehnte Teile der Gesellschaft immer weiter abhängen und immer mehr abhängen. Dass dieser Teil der Gesellschaft auch immer größer wird, dass es immer mehr Menschen gibt, die von dem, was sie arbeiten, nicht leben können. Also auch das ist ja eine Sache, die immer weiter voranschreitet. Das war mal das böse Bild Amerika, was man immer vor Augen hatte, wo Leute mit 3, 4 Jobs nicht überleben können. Wo ich noch weiß, dass man da vor ein paar Jahren noch gesagt hat, da wollen wir nie hinkommen. Auch in der Politik wurde das gesagt, das ist nicht unser gesellschaftliches Modell. Inzwischen hat man über amerikanische Verhältnisse geredet. Ja, genau. Und inzwischen sind wir da angekommen und es stellt auch keiner mehr in Frage. Das ist alles okay so. Die Leute sind selber schuld. Sie müssen sich sogar für ihre Armut schämen zum großen Teil, ne? dass sie das Stadtbild noch hier verunstalten teilweise, Flaschen durch sammeln. Durch Dasein. Durch Dasein, durch womöglich noch Aufbegehren, indem sie womöglich Forderungen stellen auch noch an diese Gesellschaft und sagen, wir wollen so nicht leben, dass sie für sich Dinge beanspruchen, Wohnraum zum Beispiel, also, ist ja schon Wahnsinn. Jetzt würde ein FDP-Wirtschaftsminister sagen, die haben doch ihr Schicksal in der eigenen Hand, sie müssen doch nur was leisten und dann können sie alles werden. Ja. Und das sagen immer nur die Leute, die in dem System was geworden sind, nämlich die letztendlich das System verinnerlicht haben, die Gewinner sind. Wenn ich auf der Gewinnerseite stehe, dann ist es leicht, über die Verlierer zu spotten. Aber was passiert ist, und das fand in der Politik ja früher noch statt, dass selbst die Politiker waren ja auch auf der Gewinnerseite, wir sind ja bis heute im Bundestag, sitzen ja kaum noch Leute, die von ganz unten kommen, die in irgendeiner Weise einen handwerklichen Beruf erlernt haben oder so, das sind zum großen Teil studierte Leute. Die hatten früher trotzdem noch ein Mitgefühl, die hatten sowas wie Empathie, weil sie wussten, diese Gesellschaft hält nur zusammen, wenn wir die Gemeinsamkeiten stärken und auch die Gemeinschaft an sich. Der Begriff Solidarität zum Beispiel ist ein Begriff, der in der Politik seit Jahren kaum noch zu hören ist. Ich weiß nicht, ob das auf irgendeiner Liste steht, wo man sagt, Solidarität kommt nicht gut an bei den Leuten. Klingt so nach Umverteilung oder weiß ich was. Aber genau das brauchen wir doch in der Gesellschaft. Das war früher den Leuten klar. Also ich komme vom Land, zum Beispiel vom Dorf, sozusagen der kleinste Kosmos. Also wenn man jetzt von der Familie absieht, ist der nächste das Dorf. Das war immer klar, dass die, wenn einem das Haus abgebrannt ist, dass man gemeinsam gesammelt hat und hat geguckt, dass er in irgendeiner Weise wieder eine Bude kriegt. Oder wenn einer sein Vieh verloren hat oder wenn irgendwas war. Das wurde gemeinschaftlich gelöst, dieses Problem. Und diese Solidarität ist ja komplett abhanden gekommen und wird auch nicht mal mehr vermisst, zum großen Teil. Wie muss die ideale Gesellschaft sein? Und im Falle von dir muss ich die Frage anders stellen. Wie kann man der Situation, wie Gemeinschaft jetzt gelebt wird, eine gewisse Komik abverlangen? Oder was siehst du da draußen, dass du auf die Bühne bringen willst? Also wie man dem Ganzen eine Komik abgewinnen kann, da denke ich manchmal, dass es uns momentan sehr einfach gemacht wird. Ich muss manchmal nur die Realität beschreiben, die an sich schon eine Komik beinhaltet. Man muss sie nur sehen, also man muss letztendlich nur diese Konturen herausarbeiten. Ne? Also wie ich zum Beispiel vorgestern im Mittagsmagazin Karl den Flaschensammler gesehen habe, einen Bericht.
Und ich betone nochmal, dieser Bericht war weder ironisch noch in irgendeiner im kabarettistischen Background gemeint, öffentlich-rechtliches Fernsehen, Mittagsmagazin. Es wurde Karl der Flaschensammler vorgestellt. Ja. Der, und der Originalton war, das Flaschensammeln für sich entdeckt hat. Er hat das für sich entdeckt, er ist gescheitert im Beruf, er war Koch und hat sich das Bein gebrochen und hatte ein steifes Bein. Dann sah man den durch die Straßen, ich weiß nicht, ob es Berlin war, da durchgelaufen ist und so eine Käppi aufhatte, dann immer diesen Mülleimer aufgemacht hat, den oben drauf gesetzt, dann da drin verschwunden ist mit dem Oberkörper und dann rauskam mit dieser Flasche und dann rief 25 Cent. Ja. Und er hat gesagt, er hat seinem Leben wieder Sinn gegeben, ja, Flaschen zu sammeln. Dann machte er seine Kellertür auf und dann sah man da irgendwie die Tagesration. 10 Euro hat er heute verdient und dann sagt er noch in die Kamera, und jetzt habe ich mir aber mein Feierabendbier verdient. Man muss ja den ganzen Tag Struktur geben, man kann die Flaschen sammeln. Ja. Und das wurde einfach so in den Kontext. Und dann kam noch aus dem Off der Ding, und am Ende eines Monats spendet er immer 1 Euro für Brot für die Welt. Ja. Karl, der Flaschensammler. Es gab in keinem einzigen Satz, weder in der An- noch in der Abmoderation, ich habe es mir extra gemerkt, einen Bericht darauf, dass es um das Schicksal eines Menschen geht in dieser Gesellschaft, ja, der letztendlich in unseren Resten wühlt, von unseren Resten lebt, und dass das in irgendeiner Weise ein gesellschaftliches Phänomen ist, was ja nicht hinzunehmen ist eigentlich. Ja. Es wird sogar heroisiert als Start-up-Unternehmen, Flaschensammeln, Karl der Flaschensammler, er war der Erste. Ja, und er hat dann irgendwie noch eine ganze Batterie an Leuten für sich entdeckt. Ich spinne jetzt schon wieder weiter, wie die Szene für mich weitergeht. Irgendwie Karl und seine 10 Sammler irgendwie, ja, die da durch Berlin ziehen und Flaschen sammeln. Großartiges Projekt, ausgestattet mit dem Bundesverdienstkreuz, erster Klasse. Ja. Was sagt das nicht nur über die Gemeinschaft, aber was sagt das über Journalismus oder über das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder das Mittagsmagazin aus, wenn man sowas da erlebt? Ja, es heißt halt, man sieht, wie die Infiltrierung dieses Gedankenguts bereits stattgefunden hat innerhalb der Gesellschaft. Nicht nur im Fernsehen, das ist ja auch in der Gesellschaft so. Also es ist einfach so, dass das Schicksal des Einzelnen immer ein Einzelschicksal ist, nie ein gemeinschaftliches Problem ist, nie wird die Frage gestellt, was können wir alle dagegen tun oder warum stimmt da was nicht bei uns. Ja? Und deshalb bin ich auch der Meinung, um auch mal zwischendurch auf die Politik zu kommen, dass Angela Merkel in dieser Zeit exakt die falsche Frau ist an dieser Position. Ja? Weil, du redest über die beliebteste Politikerin zurzeit. Ja, und das ist auch wieder spannend. Sie hat Helmut Kohl sozusagen perfektioniert, das Prinzip Helmut Kohl, bei dem sie gelernt hat, indem sie zur Lehre gegangen ist bei ihm, weil das Mädchen war. Ne? Und inzwischen hat sie das perfektionierte System, das heißt Aussitzen plus Beliebtheit. Das hat Kohl nicht geschafft. Ne? Kohl war im Pelzerraum beliebt, aber er war immer unbeliebt in der Bevölkerung. Das war irgendwie immer die Birne und weiß ich was, und irgendwie hat man den nie gemocht. Ne? Aber Merkel wird geliebt dafür. Und warum? Letztendlich, weil sie uns nur ein Versprechen gibt, und das ist die Besitzstandswahrung. Das ist das, was sie uns verspricht. Sie sagt, sie wird alles dafür tun, den Besitz zu wahren, für die haben. Sie spricht überhaupt nie oder so gut wie nie über die, die nichts haben oder wenig haben. Und sie spricht aber auch ganz selten über die, die ganz viel haben. Mit denen spricht sie. Interessanterweise sehr viel, wie man hört. Wir haben es auch gesehen, wie oft sie sich mit Uli Hoeneß getroffen hat in den letzten 3 Jahren. Mit denen wird gesprochen, da wird geguckt, wie können wir es euch noch komfortabler machen in dieser Gesellschaft? Was braucht ihr, um zu bleiben? Wie können wir euch das so angenehm wie möglich in dieser Gesellschaft machen? Aber die Frage nach denen, die wirklich Hilfe brauchen, zu fragen, wie können wir es euch angenehmer machen, diese Frage wird gar nicht mehr gestellt. Woher kommt das? Also scheinbar funktioniert es. Naja, es ist das, was unter dem Oberbegriff Neoliberalismus mal stattfand. Das ist der Umbau der Gesellschaft, das ist der Abbau des Sozialstaats, der hat in den letzten 10 Jahren stattgefunden. Das ist vielleicht die einzige Vision, die Angela Merkel und die Herren um sie herum hatten. Es war der Abbau des Sozialstaats, der hat stattgefunden. Und der hat schon lange stattgefunden.
Man kann das in vielen Bereichen sehen, im Gesundheitssystem, in der Rentenversorgung. Also da wird dann auch klar, von allein stellt sich hin und sagt ganz klar, sie müssen fürs Alter selber vorsorgen. Und alle nicken und sagen, ja, stimmt, wir müssen halt fürs Alter selber vorsorgen. Privatvorsorge, gut. Und das Einzige, was Politik in dem Moment dann interessiert, ist der Machterhalt, der gesichert wird und der ja auch funktioniert, komischerweise, verrückterweise. Gibt es niemanden, der in irgendeiner Form das in Frage stellt, was da, ob es tatsächlich so weitergehen soll?